Also, hier kommt gleich mal ein Schalter. Das ist ein Vorschlag von mir. Wie könnte man das machen, dass die Gegentaktstufe so arbeitet, wie wir das wollen? Wir haben gesagt, das Problem ist, dass wir die Basis im Mittelstrecken sind verbunden. Und im einen Fall muss ich 0,6 Volt drüber sein, im anderen 0,6 Volt drunter. Und da kann ich natürlich sowas hier machen. Ich mache einfach eine Spannungsquelle hier, die diese Basis um 0,6 Volt anhebt. Und zweite, die diese Basis um 0,6 Volt absenkt. Sind die in der gleichen Richtung? Ja, ja. Also da ist immer Plus. Was ist problematisch daran? Das gibt es nicht da drin im blauen Kastel. Das gibt es nicht im blauen Kastel, genau. Also vielleicht findet man irgendwelche Knopfzellen oder so mit 0,6 Volt. Aber das ist, also generell versucht man Schaltungen nicht so zu bauen, dass man überall irgendwelche Batterien verteilt, sondern es sollte irgendwo einen Punkt geben, da schließen wir unsere Versorgungsspannung an und innen drinnen sollte es nicht noch weitere Teile geben, die quasi für ewige Zeiten Energie speichern. Also das ist der offensichtliche Kritikpunkt. Wo sollte man vielleicht noch aufpassen, wenn man sowas macht? Jetzt selbst, wenn man quasi sagt, das mit den Spannungsquellen wäre kein Problem. Kann hier durch beide Transistoren gleichzeitig Strom fließen? Ein bisschen vielleicht. Ja, ein bisschen. Und wenn ich hier 1 Volt und 1 Volt nehme, dann schon. Dann sehr viel, die ganze Zeit. Genau, also wir sollten schauen, dass das quasi in der Größenordnung von der Basisemitterspannung ist, aber halt so ein bisschen unter dem Bereich. Also am idealsten ist es eigentlich, wenn wir das so hinkriegen, dass wir genau diesen Sweet Spot treffen, dass da so ein bisschen Strom die ganze Zeit durchfließt, aber nur ein bisschen. Dann, das wäre ideal. Was, können wir uns nicht wieder kleine Widerstände zwischen die jeweiligen Emitter hängen, die uns zwar dann ein bisschen Leistung kosten, aber dafür genau was wieder stabilisieren? Ja, das kann man machen. Also das ist auch durchaus üblich, dass man sowas hat. Die Frage ist halt, was die Anwendung ist, wo man hin möchte. Wenn ich da jetzt wirklich, weiß ich nicht, die große PA-Anlage ansteuern möchte, dann werden sie Widerstände heiß werden. Wenn es nur darum geht, ein paar Lampen zum Leuchten zu bringen, geht das natürlich. Könnte man vielleicht mit Kondensatoren irgendwas machen, weil die haben ja auch Energie gespeichert. Du meinst hier? Also statt diese Volt-Spannungs-Dings da, dass man irgendwas mit Kondensatoren... Wie laden wir die auf? Aber dann ist es genauso, wenn wir eine Batterie aufladen und einsetzen. Ich bin noch nicht so weit. Ein Kondensator ist ja ein Bauteil, was man immerhin kriegt im blauen Kasten. Das ist wahr, ja. Also zum Experimentieren kann man auf jeden Fall machen. Wenn man quasi sagen möchte, wie wäre denn das, wenn wir an der Stelle eine 0,6 Volt Spannungsquelle haben, dann nehme ich einfach den größten Kondensator, den es im Bauteilsortiment gibt, lade den auf 0,6 Volt auf, und kann dann für eine halbe Sekunde ausprobieren, wie diese Schaltung funktionieren wird, wenn wir an dieser Stelle 0,6 Volt Spannungsfeld haben. Oder für ein paar Sekunden. Je nachdem, wie groß dieser Strom ist. Wir haben vorher schon gesehen, der Basisstrom bei diesen Schaltungen, der ist jetzt nicht ganz so riesig. Also wenn man da fette Kondensatoren nimmt, dann kann man die Idee ausprobieren eine Zeit lang. Kann aber auch mit einem Labornetzteil, das potenzialfrei ist und 0,6 Volt hat. Es ist natürlich... Das ist immer riesiger, nicht? Wenn man da jetzt zwei Labornetzteile braucht, um da eine Gegentaktstufe zu machen. Aber es gibt eine viel klügere Möglichkeit, wie man das machen kann. Hat noch jemand eine Idee? Wie könnte man das machen, dass man hier keine Spannungsquellen braucht? In der Überschrift steht rechnen. Eine Schaltstufe. Simulieren. Das brauche ich auch mit der Spannungsquelle, halt im Simulator. Okay. An anderen Transistor, der die gleiche Spannung hat? Ja. Oder ein Telefon. Oh, Dioden? Mhm. Mhm. Ah! So, also. Also wir sagen, diese Eingangsspannung, die liegt einfach jetzt irgendwo zwischen diesen beiden Versorgungsspannungen, aber jetzt nicht super nah an einer, sondern halt irgendwie so mittig und wir haben ein paar Volt nach oben, ein paar Volt nach unten Platz. Dann fixieren wir quasi diesen Punkt auf diesem
auf diesem Level. Sag mal, das sind plus 10 Volt, das sind minus 10 Volt und wir fixieren das auf Braun, wir haben das auf 0 Volt. Dann haben wir 10 Volt auf dieser Strecke, 10 Volt auf dieser Strecke. Und 0,6 Volt. Und hier fallen jeweils 0,6 Volt ab. Ungefähr, nicht? Je nachdem wie viel Strom da durchfließt. Aber wir wissen, Dioden, die sind schon, die sind da sehr stabil, was diesen Punkt angeht. Und darum können wir das jetzt auch bewegen. Wir können sagen, okay, es ist nicht genau auf Ground, es ist, sagen wir, auf 5 Volt. Dann haben wir auf dem oberen Pfad einen 5 Volt Spannungsabfall, auf dem unteren Pfad einen 15 Volt Spannungsabfall. Das heißt natürlich, dass der Strom hier unten deutlich größer sein wird als der Strom hier oben. Aber den Dioden ist das wurscht, weil die Dioden eben ziemlich genau auf ihrer Flussspannung bleiben, wenn sie von Strom durchflossen sind. Was für Widerstände wird man da nehmen? Wird man da ganz kleine nehmen oder ganz große? Ein Kilo um. ist okay. Also wenn das quasi nicht batteriebetrieben sein soll, wäre Kilo um wahrscheinlich meine Wahl. Ja? Dann fließen da ein paar Milliohm durch, ist mir doch wurscht. Man könnte kleinere, 100 Ohm, 10 Ohm. Also wir haben vorher gesagt, plus minus 12 Volt. Plus minus 10 Volt, genau. Das heißt, wenn wir hier gerade Ground haben, und den Spannungsabfall mal vernachlässigen und da ein Kilo Ohm ist, dann fließt da ungefähr ein Milliampere. 10 Milliampere. Rechnen wir es. Und also mehr würde ich da jetzt nicht mehr durchfließen lassen. 10 Milliampere ist schon ein guter Strom, um so eine Sache stabil zu halten. Also ich würde mir eher überlegen, ob man den Widerstand vielleicht nicht 10 Kilo Ohm. 10 Kilo Ohm wäre auch noch eine gute Zahl. 100 Kilo Ohm könnte schon, da wird dann der Strom sehr klein, kleine Ströme sind immer, also sehr kleine Ströme sind immer blöd, da können Sachen einkoppeln und so. Also ich würde den Widerstand eher groß wählen und halt gerade so klein, dass ich noch sagen kann, dieser Pfad hier, der mit diesen beiden Dioden diese Spannungen hier oben und unten einstellt, der ist gut genug versorgt. Und welchen Strom werde ich noch berücksichtigen in meinen Überlegungen bei der Dimensionierung dieser Widerstände? Sag mal, der Strom, der da durchfließt, ist 1 Mikroampere. Warum könnte das problematisch sein? Wegen der Ansteuerung der Transistoren. Genau. Wir haben vorher ein Experiment gemacht. Und da haben wir gesehen, in die Basis von dem Transistor in unserem Experiment sind 22 Mikroampere hineingeflossen. Und diese 22 Mikroampere, die müssten ja von irgendwo kommen. Und wo kommt denn der Strom, der in diese Basis hineinfließt? Wie bitte? Woher kommt? Ja? Der eben von oben. Der kommt von da oben, der kommt von Plus und muss durch den Widerstand durch. Das heißt, wenn wir sagen, wir machen diesen Diodenspannungsteiler so, dass der 1 Mikroampere durchfließt, wo sollen dann die 22 Mikroampere kommen, die Basis von dem Transistor ansteuern? Und aus dieser Überlegung heraus, das ist natürlich irgendwie, da haben wir eine 7 Milliampere Last gehabt. Das ist, wenn wir eine 1 Ampere Last haben. Wenn wir 1 Ampere Last haben, dann werden wir da vielleicht sogar deutlich noch größere Ströme an der Basis brauchen, sicher sogar. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass der Strom, der hier quer fließt, deutlich größer ist als der Strom, der hier in die Basis reinfließen muss oder der Strom, der hier aus der Basis rausfließen muss, damit das unser einfaches Bild von diesem Pfad nicht stört. Dann kann man sagen, was da hin und her fließt, ist vernachlässigbar. Er muss aber auch deutlich kleiner sein, als das, womit wir ihn belassen dürfen, oder? Genau, er muss auch deutlich kleiner sein. Wir haben jetzt zwei Stufen deutlich größer zwischen Eingang und... Ja, aber wahrscheinlich muss man dann eher das Innen belastbarer machen als das Out. Also, damit man da... Was man auch machen kann, ist, man kann davor noch eine ganz klassische Kollektorschaltung machen. Einfach nur mit einem
Transistor und für den negativen Pfad einen Widerstand, den bräuchten wir auch nicht, wir hätten hier einen. Man kann noch hergehen und da eine Kollektorschaltung machen, mit der Kollektorschaltung nicht hier reingehen in den Punkt, sondern gleich in den da unten zum Beispiel, das ist besonders sexy. Und dann hat man quasi zweimal eine Stromverstärkung. Zuerst so eine erste Stromverstärkung, wenn davor vielleicht so eine Mittelschaltung ist, damit man die mal loskoppelt und dann so etwas hier, damit man dann am Ausgang so richtig Gas geben kann und richtig Strom liefern oder Strom aufnehmen kann. So, das möchte ich noch in unsere Simulation reintun. So. Unsere Simulation wird immer übersichtlicher. Rechten Maustaste kannst du das Eck umdrehen. Ich weiß. So. Gut, also jetzt habe ich diese Topologie nachgebaut. Ich habe es halt gerade so gezeichnet, wie es jetzt gerade irgendwie ausgegangen ist. So. Und jetzt haben wir vorher diesen Knick gehabt und jetzt simulieren wir nochmal und der Knick ist weg. Fast. Und zwar invalid. Die ganze Linie ist weg, genau. Das ist U2 hat die geheißen. Natürlich, natürlich. So, jetzt wird es nicht so schön sein, aber es wird schöner sein als vorher. Man sieht, es sind zwei Linien, das ist ein guter Hinweis sozusagen in Anbetracht des Fehlers, den ich gerade vorher gemacht habe. Aber auch wenn ich da ganz groß mache. Würde man jetzt vielleicht sagen, vielleicht ist diese Steigung ein bisschen anders, wenn man genauer schaut, dann erkennt man da, ist es so ein bisschen steiler als drüber und drunter. Aber im Wesentlichen ist das jetzt eine Verstärkerschaltung, genauso wie wir sie haben wollen. Stromverstärkung. Stromverstärkung, genau. Also die. Ich glaube, die Emitterschaltung haben wir jetzt gar nicht durchsimuliert für die Spannungsverstärkung. Das überlasse ich quasi jetzt als Übung für Experimentiergruppe oder daheim. Gut, im Endspurt. Diskussion. Welche Auswirkungen hat der Diodenspannungsteiler mit Vorspannung auf die Eingangsimpedanz, den Eingangswiderstand der Schaltung? Worauf ist beim Dimensionieren der Widerstände zu achten? Das ist das, was wir eh vorher schon durchgesprochen haben. Also, welche Auswirkungen hat das auf die Eingangsimpedanz von der Schaltung, dass wir hier diesen Spannungsteiler haben? Wir belasten stärker. Genau, wir belasten das, was hier stärker. Das heißt, die Eingangsimpedanz ist kleiner. Wir haben einen kleineren Eingangswiderstand. Wir wollen mehr Strom für die gleiche Spannung. Und was hat das mit diesen Widerstandswerten zu tun? Wir müssen genug Strom für die Transistoren liefern können. Ja, das auch, aber die Frage war noch auf die Eingangsimpedanz. Die sind quasi unser Eingangswiderstand. Also wenn die sehr, sehr groß sind, dann haben wir einen großen Eingangswiderstand. Wenn die sehr, sehr klein sind, dann haben wir einen sehr kleinen Eingangswiderstand. Das heißt, aus der Sichtweise, dass wir wollen eine Schaltung mit großem Eingangswiderstand,
wollen wir große Widerstände haben. Aber aus einem anderen Aspekt wollen wir kleinere Widerstände haben, nämlich damit die Transistoren genug Strom, Basisstrom kriegen. Genau, damit die Transistoren dann ausreichenden Basisstrom kriegen. Und irgendwo zwischen diesen beiden Grenzen müssen wir halt einen sinnvollen Wert finden. Was machen wir, wenn wir feststellen, es geht nicht? Da gibt es keinen Überlappungsbereich in der Mitte. Eine Kollektorschaltung. Genau, wir machen noch eine Kollektorschaltung davor. Dann haben wir quasi eine Kollektorschaltung für die erste Stromverstärkung und dann gehen wir in diese Gegentaktstufe hinein für so richtig Stromverstärkung. Das ist so die letzte Rettung, da braucht man halt einen Transistor mehr. Also eine zweite Gegentaktstufe würde man nicht machen. Ist nicht wirklich notwendig, weil wenn ich eine Kollektorschaltung mache, also wenn ich quasi diesen Eingang hier über an eine Transistorbasis anschließe, einen NPN-Transistor, und den Emitter genau da herhänge, dann habe ich schon genau das, was ich haben möchte. Mhm. Also es nutzt dann quasi auch wenig, wenn wir an diesem Punkt nicht nur Strom reinschicken können, sondern auch Strom herausziehen können, weil wir ja die Eingangskollektorschaltung brauchen, weil wir schon festgestellt haben, diese Widerstandswerte müssen kleiner sein als ein gewisses Minimum. Und dann sind wir ja schon genau bei dieser Form der Kollektorschaltung mit entsprechend kleinen Widerständen. Also da ist nicht viel zu gewinnen. Also mit einem Transistor mehr ist das Problem gegessen. Gut. Berechnen Sie die Übertragungskennlinie in einem Simulator, das haben wir gemacht. Wir haben die Spannungen untersucht, die Ströme haben wir jetzt nicht untersucht. Welche Ströme wären denn noch interessant zu untersuchen in dieser Schaltung? Ich weiß, es ist ein bisschen chaotisch. Wir haben ja drei Quellen. Diese hier und diese hier. Von welcher Quelle würde uns interessieren der Strom? Von der IN. Von der Versorgungsspannung. Genau, der muss klein sein. Und was ist mit denen? Wo sollten die klein sein? Was klein? Mhm, die Ströme. Im Innenwiderstand. Also die Ströme klein. Mhm. Was? Ja, wenn 0 ist praktisch. Wenn 0, ja. Weil, wenn wir am Eingang 0 haben, dann ist der einzige Strom, der da rauskommt, oder da reinfließt und da rauskommt, der durch diesen Widerstandsdiodenspannungsteiler fließt und der im Ruhezustand quer durch diese Transistoren fließt. Und das sollten wir uns vielleicht jetzt nochmal kurz anschauen, weil das so ein typisches Ding ist, den Schaltungssimulatoren. Denen ist sowas egal, die schicken da einen Querstrom von einem Teraampere durch. Rechnen kann man es. Und erst wenn man dann aufbaut, fällt einem auf, dass die Transistoren anfangen zu stinken und zu rauchen. Das heißt, diese Ströme, die sollten wir uns vielleicht noch anschauen. Dazu mache ich einfach nur eine zweite Grafik. Das ist, achso, wie heißen die jetzt? Schauen wir uns einfach alle drei an. So. Gut. Also, V3 ist offenbar unser Uin. Da sehen wir, ja, entweder liefern wir Strom oder wir nehmen Strom auf, je nachdem, wie wir den Arbeitspunkt hier verschieben wollen. Und zwar gar nicht so wenig, weil wir da ja wirklich gegen diese Widerstände hier ankämpfen müssen. Wir könnten hergehen und die von 1K auf 10K ändern. Und dann nochmal simulieren. Zack. Aha. Da kommen wir jetzt nicht mehr so ganz an die Grenzen ran, aber da dazwischen funktioniert es noch. Und wir sehen jetzt diese, was immer das für eine Farbe ist, Magenta, diese Linie ist jetzt viel flacher, weil jetzt weniger Strom notwendig ist, um den Arbeitspunkt von diesem Diodenspannungsteiler zu verschieben. Andererseits aber sehen wir auch, ab einem gewissen Punkt gibt es nicht mehr genug Strom für die Basis von den Transistoren. Also wir haben jetzt genau
diesen Effekt gehabt. Wir haben die Widerstandswerte erhöht. Dadurch haben wir die Eingangsimpedanz erhöht, was gut ist. Aber ab einem gewissen Punkt können wir ausgangsseitig die Basis von den Transistoren nicht mehr richtig versorgen. Du könntest eine kleinere Last nehmen. Ich könnte eine kleinere Last nehmen. So, nochmal der 1K. 100 Ohm müssten reichen. So. Ja, jetzt ist die Steigung wieder größer, weil sich jetzt der Maßstab verändert hat von der Abbildung, weil jetzt der Lastsprung sehr, sehr, sehr klein ist. Gut, und was wir hier jedenfalls sehen, das war sozusagen der wichtige Punkt, das ist sozusagen der Strom, der da quer durchfließt durch diese gesamte Schaltung, wenn die Last jetzt gar nicht bestromt wird. Und da sehen wir, wenn wir dann in die eine oder andere Richtung abbiegen, dann werden die Lastströme deutlich größer als das, was wir hier so in diesem Ruhezustand haben. Das heißt, diese Schaltung ist mal okay und die könnten wir aufbauen, ohne dass wir damit rechnen müssen, dass sie uns in der Hand explodiert. Gut, hätten wir die Ströme auch noch simuliert. So, Diskussion, fallen Ihnen Varianten von der oberstehenden Schaltung ein? Welche Vor- und Nachteile haben diese Schaltungen? Was könnte man da noch anders machen? Wie könnte man diese Schaltung variieren? Man könnte sie einfach symmetrisch umdrehen. Dann würde nichts passieren. Also, außer dass die Diode, die in die eine Richtung, also jetzt schon beide Dioden vom Dreieck hier nach unten und dann schauen sie halt alle beide nach oben. Aber dann geht nichts mehr. Wieso? Weil dann die Dioden ja nicht von Strom durchflossen werden. Ach so. Sagen wir, der Markt für Elektronikbauteile ändert sich ganz grundlegend und Widerstände werden unglaublich teure Bauteile. Wie könnte ich diese Schaltung dahingehend optimieren, dass sie noch mehr oder weniger das Gleiche macht, aber mit weniger Widerständen? Ich glaube, das ist jetzt schon teurer als die Widerstände. Was hat er gesagt? Einen langen Draht nehmen, hat er gesagt. Muss ich unbedingt hier in der Mitte einspeisen? Klar, es geht oben und unten auch. Da haben wir jetzt keine Widerstände. Doch. Du kannst einen, wenn ich hier einspeise, kann ich den umleiten. Widerstand streichen. Mhm. Wenn ich hier einspeise, kann ich den Widerstand streichen. Und das macht natürlich schon Sinn. Also der Nachteil ist natürlich, ich verschiebe dann Eingangsspannung und Ausgangsspannung um entsprechend zu einem Diodenspannungsabfall. Aber vielleicht ist mir das eh egal, weil mich nur der Wechselanteil interessiert, weil das ein Audiosignal ist oder was auch immer. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel unmittelbar aus einer Emitterschaltung speise, dann ist die Emitterschaltung sowieso so, dass ich eher hohe Spannungen hineinschicke. Das heißt, da kann ich dann genauso gut einfach die Emitterschaltung unmittelbar da anhängen. Dann hätten wir quasi statt diesem Widerstand den Arbeitswiderstand von der Emitterschaltung und dann hier den Transistor in der Emitterschaltung. Das ist zum Beispiel eine Variation, dass man das rauf und runter schiebt und dann kann man sich da einen einen Widerstand sparen. Kann man einen Widerstand vielleicht zwischen die Dioden tun? Also einen Widerstand, den oberen kann man sich sparen, den unteren nicht. Genau, man kann einen sparen. So, okay. Du musst das einsparen. Aber man, hey, wir geben halb so wenig Geld aus für Widerstände. Also nee. Halb so viel, doppelt so wenig. Sonst fällt mir jetzt auch gerade nichts ein, außer, dass man, wenn man lustig ist, auch hergehen kann und hier statt Dioden selber wieder Transistoren verwenden kann. Zum Beispiel baugleiche Transistoren, dann hat man exakt die gleiche Kennlinie wie der Transistor selber.
Aber man hat ja ohnehin wieder auch einen anderen Stromdruck. Also. Ja, aber man will sowieso hier in der Vorspannung ein bisschen kleiner sein als die eigentliche Flussspannung von der Basisemitterdiode des Transistors. Und das wird sich dann ja gut damit decken, dass man da einen kleinen Strom durchschickt, weil dann ist man genau ein bisschen kleiner. Also immer unter der Annahme, dass alle Transistoren, wo die gleiche Zahl draufsteht, sich wirklich gleich verhalten, was ja nicht unbedingt so ist. Ja, aber das waren jetzt, glaube ich, so die Dinge, die man machen könnte an Variationen. So, noch Fragen für heute?